Ich weiß ja nicht, wie ihr die Pandemie verbracht habt. Also ich habe mir, wie schon erwähnt, seltsame Dinge angewöhnt. Ich habe mir unter anderem angewöhnt, mal wieder Briefe an Menschen zu schreiben. Ich dachte, Briefe schreiben ist irgendwie ganz cool. Das macht man sonst nie. Aber in so einer Pandemie verliert man ja auch sonst irgendwie den Kontakt zu Menschen, die einem wichtig sind auch, ne? Weil man sie ja nicht treffen darf. Deswegen habe ich Briefe an Menschen geschrieben, die mir wichtig sind. Ich habe zum Beispiel einen Brief an Alice Weidel geschrieben, den möchte ich vorlesen. Naja, es ist so, also es geht ein bisschen um diese Leute, von denen ihr schon gehört haben werdet und dann habt ihr sie aber wahrscheinlich wieder vergessen, wie das nun mal so ist. Diese Menschen, die da auf den griechischen Inseln in Notfalllagern warten und Einlass begehren in dieses unser wundervolles und uns persönlich gehörendes Europa. Leute wie Alice Weidel sind ja fest davon überzeugt, dass die EU sofort untergehen wird, wenn jemand sich bereit erklärt, auch nur einen Bruchteil dieser Menschen aufzunehmen. Deswegen habe ich einen Brief an Alice Weidel geschrieben. Ich habe es geschafft, 15 Mal das Wort Arschloch einzubauen, ohne sie ein einziges Mal damit anzusprechen. Ich möchte das gewürdigt wissen. Der Brief geht folgendermaßen. Liebe Alice Weidel, ich habe eine Entdeckung gemacht. Wenn man bei Twitter oben ins Suchfeld Ali eingibt, kommt als erster Vorschlag ihr Name, Alice Weidel. Das finde ich ganz schön. Nicht nur leben sie also in einer interkulturellen lesbischen Beziehung, also allem, was ihre Partei verachtet, sie sind in Wirklichkeit auch noch ein Mann arabischer Herkunft. Nun ist es ja so, dass sie Männer arabischer Herkunft nicht besonders mögen. Wie geht es ihnen also damit, im Herzen ein Ali zu sein? Sag doch mal, Alice, überhaupt wäre mal interessant, Rassistinnen oder Rassisten im Körper eines Menschen mit Migrationshintergrund aufwachen zu lassen. Als einer von den 19.000 Leuten zum Beispiel, die da gerade auf den griechischen Inseln ausharren. Ich glaube übrigens, dass da richtige Arschlöcher bei sind. Also bei den Flüchtlingen, glaube ich wirklich. Das ist doch ihre Sorge, oder, Alice Weidel, dass da schlechte Menschen nach Europa kommen könnten? Und ich glaube, Sie haben recht. Ich meine, das sind 19.000 Leute. Wie wahrscheinlich ist es, dass da kein Arschloch bei ist? Der Punkt ist nur, erstens, es ist völlig egal, ob da Arschlöcher bei sind. Auch Arschlöcher haben Menschenrechte. Das dürften doch auch Sie eigentlich ganz gut finden, Frau Weidel. Und zweitens, die Arschlochquote, also der prozentuale Anteil an Arschlöchern bei diesen 19.000, ist wahrscheinlich genauso hoch wie die Arschlochquote in Europa. Rein prozentual wird es also keinen Einfluss auf den Arschlochgehalt Europas haben, wenn wir diese Flüchtlinge aufnehmen. Keinen. Eine wissenschaftliche Untersuchung hat ergeben, die Arschlochquote ist in den meisten zufällig zusammengewürfelten Gruppen ungefähr gleich hoch. Ja, die Untersuchung habe ich gerade erfunden. Ist aber trotzdem wahr. Außer vielleicht bei Parteitagen Ihrer Partei, Frau Weidel. Da ist die Arschlochquote anders. Aber sonst, in Familien zum Beispiel, es gibt keine einzige, wenngleich noch so nette Familie, bei der Gott nicht irgendwann gedacht hat, ah, da fehlt noch das Quotenarschloch. Und das Faszinierende am Quotenarschloch ist die damit einhergehende statistische Unmöglichkeit. Denn man ist es nie selbst. Außer jemand denkt jetzt, nö, bei uns gibt es sowas nicht, dann ist dieser jemand wahrscheinlich das Quotenarschloch. Und das wird bei den Geflüchteten nicht anders sein. Aber neben den Unsympathischen stehen da halt auch gute Menschen. Liebende, rücksichtsvolle, warmherzige, gute Menschen. Stellen Sie sich vor, Sie seien einer davon, Frau Weidel. Der Philosoph John Rawls hat einen hypothetischen Urzustand ersonnen, in dem wir über die Gerechtigkeitsprinzipien unserer Gesellschaft entscheiden, ohne zu wissen, welche Position wir anschließend in der Gesellschaft bekommen würden. Noch viel schöner wäre aber doch, wenn wir zu jedem Zeitpunkt in den Körper und ins Leben einer anderen Person versetzt werden könnten. Wer seinen Partner betrügt, kann zum betrogenen Partner werden, Harvey Weinstein zu einer jungen Frau und Sie, Alice Weidel, könnten zu Ali werden. Ihre gesamte Partei könnte morgen mit dunkler Hautfarbe aufwachen oder mit einem zerbombten Haus in Syrien. Nichts würde wohl schneller zum Ende der AfD führen als das. Und was sagt es über eine politische Partei aus, wenn sie zu nichts zerfallen würde, sobald ihre Mitglieder von ihrem eigenen Programm betroffen wären? Du kennst die Antwort, Ali Weidel. Du kennst die Antwort. Vielen Dank.